Tiroler Landtagswahl 2013. Ihre Stimme zählt. Herzlich willkommen zum Sondermagazin von Tirol TV zur Landtagswahl 2013. In unserer zweiten Ausgabe werden wir uns schwerpunktmäßig mit der damaligen Regierung, die 2008 angetreten ist, beschäftigen. Derzeit wird ja an den heimischen Stammtischen diskutiert, welche Listen, welche Kandidaten und welche Programme am 28. April zur Wahl stehen. In der vergangenen Sendung haben wir uns mit dem Wahlsonntag 2008 beschäftigt. Relativ rasch ist es dann zur Regierung zwischen ÖVP und SPÖ gekommen. Wissen Sie, wer damals noch in der Regierung war? Wir haben die Antwort für Sie. Zum letzten Mal ruft Landtagspräsident Helmut Mader im Hohen Haus zur Ruhe. Nach 14-jähriger Präsidentschaft übergibt der Tiroler Paradepolitiker im Rahmen der Landtagssitzung am 1. Juli seine Funktion. Als neuer Landtagspräsident wird Herwig van Staar vorgeschlagen, der von den 36 Abgeordnetenstimmen 23 Pro-Stimmen und somit 2 Stimmen mehr als die VP-SP-Koalition erhält. Die erste Landtagssitzung nach den Landtagswahlen vom 8. Juni ist von zahlreichen Wahlen dominiert. In einer Stichwahl wird Hannes Bodner zum Vizepräsidenten gewählt. Anschließend wird die Sozialdemokratin Gabi Schießling zur Stellvertreterin gewählt. Aufgrund der Koalition zwischen der Tiroler Volkspartei und den Tiroler Sozialdemokraten wird die neue Landesregierung zur Wahl gestellt. Erwartungsgemäß wird der Vorschlag der beiden Parteien mit 21 Pro-Stimmen angenommen. Somit übergibt der ehemalige Landeshauptmann Herwig van Staar die Geschicke des Landes in die Hände von Günter Platter. Zu seinen Stellvertretern werden Anton Steixner und Hannes Gschwendtner gewählt. Es sind dies im Übrigen die einzigen zwei Politiker, die bereits in der letzten Regierungsperiode tätig waren. Neu an Bord ist Patricia Zoller-Frischauf. Die Innsbruckerin ist 1959 geboren, gelernte Fotografin und Unternehmerin. Politisch ist sie unter anderem als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol tätig. Sie wird den Bereich Wirtschaft des Landes als Landesrätin übernehmen. Christian Zwietag, ebenfalls aus Innsbruck, ist 1971 geboren. Als ehemaliger VP-Angestellter wechselt er 2003 in das Kabinett des damaligen Ministers Günter Platter. Christian Zwietag wird als Landesrat das Finanzressort übernehmen. Bernhard Tilg wohnt in Axams und wurde 1967 geboren. Der Diplom-Ingenieur und Doktor ist seit 2004 Rektor der JU mit Hall. Der erfolgreiche Wissenschaftler steht als Landesrat dem Gesundheitsressort vor. Beate Palfrader wohnt in Hopfgarten im Brixental und ist 1958 geboren. Nach erfolgreicher Tätigkeit als Lehrerin wechselt sie kurz ins Kabinett von Ernst Strasser, ehe sie 2004 die Direktion der Tourismusschule St. Johann übernimmt. Sie hat als Landesrätin die Bereiche Bildung und Kultur über. Von Seiten der SPÖ Tirol ist Gerhard Rehheis zum Landesrat vorgeschlagen. Der Imster Bürgermeister ist 1955 geboren und hat eine Ausbildung als Setzer und Bürokaufmann absolviert. Unter anderem war Rehheis im Nationalrat tätig. Als Landesrat wird er die Bereiche Grundsicherung, Soziales und Jugendwohlfahrt übernehmen. Die neuen Landesregierungsmitglieder müssen ihren bisherigen Beruf aufgeben. Mit der Antrittsrede des neuen Tiroler Landeshauptmanns Günter Platter wird im Landtag erstmals die zukünftige Politik für Tirol präsentiert. Auf 13 Seiten bietet Platter einen Einblick auf künftige Ziele, wobei die Entlastung der Bevölkerung im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig hofft Platter auch auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Opposition. Die Opposition, die Liste Dinkhausen mit 7 Mandaten, die FPÖ Tirol mit 4 und die Grünen Tirol mit 4 Abgeordneten, freuen sich zwar auf konstruktive Denkansätze, machen aber gleich zu Beginn klar, dass die ÖVP und SPÖ mit Argusaugen beobachtet wird. So kündigt Fritz Dinkhauser in seiner ersten Rede unter anderem einen Untersuchungsausschuss zur Tibak und zum Riederpark an und fordert eine Volksabstimmung zum Thema Müll. Gleichzeitig spricht er sich für die Zusammenlegung der Tiroler Zukunftsstiftung und den Zukunftszentrums aus. Mit der ersten Regierungssitzung der neu gewählten Tiroler Landesregierung geht es für den Landtag auch schon in die Sommerpause. Und so mancher Kiewitz der Landtagssitzung meinte nach den Wortmeldungen, der Wahlkampf ist eröffnet. Der Landtag hat in seiner Sitzung im Jänner beschlossen, sich aufzulösen. Dieser Beschluss ist nötig, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wahl einzuhalten. Im März gibt es dann jedoch nochmal eine Sitzung und gleichzeitig eine Sitzung, bei der sich viele Persönlichkeiten verabschieden werden. Verabschiedet haben sich auch einige Persönlichkeiten während dieser Periode. Und die dürfen wir Ihnen in Erinnerung rufen. Viele Geschichten hat es rund um die Regierungsmitglieder in dieser Periode gegeben. Besonders im Brennpunkt dabei VP-Landesrat Christian Zwietag. Nachdem im November 2011 die Nähe zwischen dem Landesrat und dem Lift-Imperium Schulz bekannt wurde, legte Zwietag nach dem Bekanntwerden von Jagdeinladungen durch die Telekom seine Funktion am 21. Februar 2012 nieder. Als Nachfolger in die Landesregierung wurde Johannes Trattner am 8. März 2012 gewählt.
Der langjährige SPÖ-Politiker Hannes Gschwendtner übergibt seine Funktion als Landeshauptmann-Stellvertreter im Herbst 2012 an Gerd Reheis. Gschwendtner, unter anderem als Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Landesparteivorsitzender der SPÖ, hat nach der schweren Wahlniederlage bei der Landtagswahl 2008 immer wieder heftige parteiinterne Diskussionen zu überstehen. Zum jetzigen Landeshauptmann-Stellvertreter Gerd Reheis folgt in der Funktion als Landesrat Thomas Bub nach. Aus dem Landtag ist unter anderem der SP-Klubobmann Ernst Bechlaner im November 2010 ausgeschieden. Er ist derzeit als Stadtrat in Innsbruck aktiv. Der ÖVP-Abgeordnete Johannes Rauch schied im Mai 2011 aus dem Landtag und ist als Funktionär der Bundes-ÖVP tätig. Die grüne Abgeordnete Maria Scheiber legte ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen mit 1. Mai 2012 nieder. Mit der Fahne auf Halbmast zeigt das offizielle Tirol die Trauer um Bernhard Ernst. Auch die Dezember-Sitzung des Tiroler Landtags steht zu Beginn ganz im Gedenken an den verstorbenen Politiker. In Anwesenheit der Trauerfamilie und zahlreicher Tiroler Persönlichkeiten halten Landtagspräsident Herwig van Staar und Landtagsabgeordneter Fritz Dinkhauser die Trauerreden, die auf die Leistungen von Bernhard Ernst hinweisen. Bernhard Ernst hat sich in zahlreichen Vereinen und auf unterschiedlichen politischen Ebenen eingebracht und viele Projekte erfolgreich umgesetzt. Ein musikalischer Abschiedskurs kommt von Nadine Beiler mit dem Frank Sinatra-Klassiker My Way. Das war das Tirol TV Sondermagazin zur Landtagswahl 2013, Ausgabe Nummer 2. Nächste Woche sehen wir uns wieder und dann steht der Bezirk Kufstein ganz im Mittelpunkt unserer Wahlberichterstattung. Aktuelles zur Landtagswahl, das sehen Sie selbstverständlich bei uns jedes Mal um 17 Uhr im Tirol TV Magazin. Bis zum nächsten Mal, danke und auf Wiedersehen. Tiroler Landtagswahl 2013. Ihre Stimme zählt.